Ja, hallo, jetzt sind wir live. Herzlich willkommen zum nächsten Coach Talk auf Coach Better. Ich freue mich, dass ihr alle zugeschaltet habt und heute unserem Gast und mir wieder zuhören wollt. Ja, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Knapp 2, 2,5 Wochen nach dem letzten Coach Talk sind wir wieder live auf YouTube und freuen uns heute, mit Dominik Vogelsinger sprechen zu können. Wir haben ein ja, Individualtrainingsthema mitgebracht, eine spezielle Spielergruppe. Es geht heute um die Stürmer. Ich denke, eine der bekanntesten Gruppen im Fußball, die angesehensten Spieler mit auf dem Markt. Und deswegen haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Auch da haben wir wieder einige Themen eingegrenzt. Wir freuen uns auch, dass eure Community und unsere Community einfach Fragen zu uns geschickt hat und wir diese heute hoffentlich alle beantworten können. Nochmal ganz kurz zu mir. Wer sitzt vor der Kamera? Mein Name ist Manuel Kortkienitz. Wir kennen uns schon vom letzten Coach Talk. Wer neu dabei ist, ich habe jetzt sehr, sehr lange im Leistungszentrum von RB Leipzig gearbeitet und bin jetzt zuständig bei Coach Better für den Coach Talk. Und ja, genug von mir. Direkt herzlich willkommen an dich, Dominik. Herzlich willkommen zu unserem Coach Talk. Und ich, ja, starte direkt einfach mal mit der Frage: Wie bist du zum Fußball gekommen und was ist deine aktuelle Tätigkeit im Fußballgeschäft? Servus Manuel, erstmals vielen Dank für die Einladung. Ich muss ja auch vorweg sagen, bevor ich deine Frage beantworte, dass ich auch mit dem Coach Better Programm in meiner Firma länger arbeiten durfte und jetzt meine Coaches damit arbeiten. Ein sehr gutes Programm, macht sehr viel Spaß und vielen Dank für die Einladung. Ja, um die Frage zu beantworten, ich denke, ich bin so wie fast jeder in dieses Trainergeschäft geschlittert, durch Verletzungen. Auch das hat man sehr oft gehört. Ich glaube, ich war damals auch sicher einer der jüngsten Trainer in Wien oder in Österreich, mit 24 Jahren, die auch im Erste-Herren-Bereich als Trainer beginnen durfte. Damals in der 6. Liga. Ich habe mich da wirklich hochgearbeitet. Muss aber auch dazu sagen, mein Drang war immer, Spieler auszubilden, ganz wenig einzukaufen. Also jeder sportliche Leiter kann quasi bestätigen, dass ich ihm nie am Nerv gegangen bin, wegen zusätzlichen Einkäufen oder Spieler mit viel Geld dann zu überschütten. Also um wirklich das eigene Spielermaterial, was vorhanden ist, besser zu machen, auf den Nachwuchs zu hoffen, beziehungsweise auch den Nachwuchs zu fördern und hochzuziehen in die erste Mannschaft. Das war schon immer in mir drinnen. Habe dementsprechend aber, muss man auch sagen, meine Kämpfe geführt, auch im Vorstandsbereich, weil man dann, wenn man das haben möchte, Spieler besser ausbilden, dann möchte man natürlich auch halbwegs vernünftige Trainingsmöglichkeiten haben, beziehungsweise auch Unterstützung vom Verein, wenn man jetzt quasi nicht Gelder in Spieler zum Kaufen investiert. Also mich hat es immer, um deine Frage zu beantworten, bisschen in diesen Nachwuchsbereich, Ausbildungsbereich hineinverschlagen. War dann auch durchgängig für eine erste Mannschaft zuständig, bin dann nach Deutschland, hatte dort den VSK Osterholz übernommen, damals von Günter Herrmann, mit einem kompletten Umbruch, wieder mit 9 jungen Spielern und hatten es damals geschafft, die Klasse sensationell zu halten. Das hat keiner damit gerechnet. Und zeitgleich war ich für 4,5 Jahre für den Niedersächsischen Fußballverband tätig, in der Trainerausbildung. Und ja, bin auch zwischendurch also ein Jahr bei Red Bull Ghana gewesen als Techniktrainer und ja, pendel da quasi seit Jahren irgendwo zwischen Deutschland und Österreich herum. Bis vor 5, 6 Jahren, muss ich sagen, da war so ein Bruch. Da habe ich mich eigentlich nur noch vom Vereinswesen verabschiedet und habe mich nur noch um meine Firma gekümmert, um die Spielentwicklungsfirma, die ich gegründet habe. Und meine Bücher zu schreiben, liegt aber daran, dass der Fußball
so wie er einmal war in der Ausbildung, nicht mehr so ist, wie ich ihn haben möchte. Also es ist wirklich nur noch darum gegangen, Spieler einzukaufen, wenig auszubilden, sehr wenig in den Nachwuchs zu investieren, sehr wenig Geld in den Nachwuchs, auch in Trainer zu investieren. Und das hat mich dann veranlasst, einen Cut zu machen. Ich habe mich dann nicht mehr drin wiedergefunden und habe dann quasi mich vom Vereinsleben verabschiedet. Da habe ich gedacht, okay, wenn etwas Vernünftiges kommt, dann werde ich es annehmen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn nichts kommt, dann lasse ich das aus und habe das knallhart durchgezogen. Bis vor ein paar Monaten. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist genau das Thema. Wir hatten auch im letzten Coach Talk uns explizit nochmal auf den Grundlagenbereich fixiert und haben ja sehr viel darüber gesprochen, wie sieht es denn eben im U9 bis U12 Bereich aus, und auch du spiegelst jetzt es nochmal wieder. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, gut auszubilden, die Jungs und die Mädels abzuholen und zu sagen, okay, wie können wir die nächsten Schritte machen? Und ich denke, das ist genau die Brücke, die wir heute einfach schlagen wollen. Uns eine spezielle Gruppe anschauen, gar nicht auf komplette Spieler gehen, sondern auch eine einzelne Spielergruppe, in dem Falle das Stürmertraining, um dich noch ganz kurz ein Stück weit besser kennenzulernen und zu schauen, wie tickst du vielleicht, haben wir noch eine zweite Frage, die wir eigentlich jedem Trainer, der bei uns im Coach Talk ist, vorab nochmal stellen, und zwar: Welcher Trainer oder Trainerin inspiriert dich selber in deiner Arbeit? Das kann ich pauschal gar nicht so beantworten, weil es wirklich sehr, sehr viele Trainer und Trainerinnen gibt, von denen man etwas mitnehmen kann. Natürlich will man dann immer eine klare Antwort haben, wer inspiriert dich am meisten. Ich durfte vor 1,5 beziehungsweise vor 2 Jahren mit Norbert Elgert etwas länger sprechen und austauschen. Auch jetzt sind wir noch unregelmäßig in Kontakt, weil einfach jeder natürlich sein Ding macht. Aber es hat mich schon beeindruckt, sein Fachwissen, seine Ruhe, seine Nachhaltigkeit zu arbeiten, wie er mit Spielern umgeht, die nicht mehr beim Verein sind, auch die Ehrlichkeit, jenen Spieler gegenüber zu treten, wo er sagt, das könnte für den Bereich jetzt dann nicht reichen, aber versuche es über Umwege. Und ja, hatte damals das Vergnügen, Norbert und seine Frau auch kennenzulernen in Gelsenkirchen, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe natürlich auch sehr viel mitgenommen für mich, muss ich schon sagen. Wow, das spiegelt, glaube ich, deine Antwort zuvor einfach nochmal wieder und unterlegt es. Und ja, das ist die klarste Antwort einfach, die du geben konntest. Ja, wir haben natürlich auch im Vorfeld wieder die Community befragt, was bewegt euch, was sind eure Fragen zu diesem Thema. Und ich würde ganz gerne mit einer Frage direkt mal reinstarten. Wir hatten es ja kurz schon angesprochen, was das Thema Ausbildung betrifft. Wie trainiert man es vielleicht, ab welchem Alter? Und der Matthias hat uns eine Frage über Facebook geschickt, explizit: Ab welchem Alter sollte man Stürmer gezielt ausbilden? Gezielt? Ich hole jetzt ein bisschen bewusst aus. Es gibt im Fußball, das kennen wir alle, ich haue da jetzt zwar Floskel raus, es gibt zwei Dinge im Fußball. Es gibt Tore schießen und Tore verhindern. Mittlerweile machen wir den Fußball so komplex, dass wir rund um und um so viel schaffen und so viele Wörter schaffen, dass es irgendwie komplizierter wirkt, als was es sein soll. Und in Wahrheit, und das geht es, ja, wir müssen vorweg die Kinder auch Tore schießen lassen im jungen Alter, beziehungsweise auch diesen offensiven Drang, den sie eigentlich prinzipiell in sich haben, freien Lauf lassen, ja. Und nicht ständig die da hier mit der Leine zurückholen und sagen, okay, wir müssen jetzt da taktisch mehr orientiert spielen und wir müssen jetzt verschieben und müssen gegen den Ball gut arbeiten. Und ich glaube, da fängt schon einmal das Unbewusste, sage ich jetzt mal, Offensivtraining, Stürmertraining an, hier einmal offensiv agieren zu lassen. Dann geht das Spiel eben 8-8 aus oder 9-9 aus. Oder ich verliere mal ein Spiel, ja, weil ich defensiv, taktisch nicht so viel aufbaue im Kindesalter. Und da müssen wir schauen, dass wir
diesen Drang, den die Spieler in sich haben, nicht verhindern. So, und um deine Frage dann zu beantworten, da gibt es kein pauschales Alter. Also ich habe wirklich Spieler durch mein Individualtraining, das ich gegeben habe, durch meine Firma, mit 9, 10 Jahren, wo wir hauptsächlich verschiedene Stürmer- oder Offensivsituationen trainieren, die aber riesen Spaß machen. Ja. Ich nehme jetzt ein Beispiel raus, wo wir Matten hingelegt haben, weiche Matten, und trainieren dort Seitfallzieher, Fallrückzieher, also brechen ein komplettes Bewegungsmuster auf, das sie ja im normalen Training gar nicht haben, beziehungsweise auch im Turnunterricht nicht mehr haben. Da geht es ja nicht nur um diesen Torabschluss, um dieses Geile, was ja jeder haben möchte, sondern auch Bewegungsabläufe aufzubrechen. Und ja, wir machen eigentlich fast, also sehr, sehr viel bei diesem Individualtraining, egal ob das jetzt da aus der Technik raus ist, aus der Ballbeherrschungstechnik, aus einem Passspiel ist, immer mit einem klaren Ziel, mit einem Torabschluss dabei. Auch wenn Verteidiger dabei sind, das machen wir bewusst so, ja, dann ist es ein Pass ins Eck. Ja. Dann ist es so. Also, um die Frage zu beantworten, man kann eigentlich da immer zusätzliche Einheiten daraus machen. Ja. Das kann man auch im Garten machen, da braucht man keinen Individualtrainer, sagt man, okay, viele Torabschlüsse, geil sein aufs Fußballspielen und diesen Drang nicht verhindern. Ja, ja, super. Ich denke, das spiegelt es auch einfach nochmal wieder. Zusammenfassend einfach weg von taktischen Sachen, vor allem im Kinderalter oder auch im frühen Jugendalter, sondern hin zu Individualität. Wir haben viel über 1 gegen 1 im letzten Coach-Talk gesprochen und da auch diesen Drang zu fördern. Ich glaube, es mündet jetzt einfach in dieses Stürmertraining. Es geht bei ganz, ganz kleinen Sachen los und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach nicht davor scheut. Wir reden jetzt über eine ganz spezielle Sparte, Individualtraining, vielleicht auch über einen NLZ und wir haben einen zusätzlichen Spezialtrainer dafür installiert, aber ich denke, wir können schon viel, viel früher anfangen. Das, was du eben auch gerade geschildert hast, dass Kleinigkeiten schon den Unterschied ausmachen und eben Tore erzielen fördern, unabhängig, ob das jetzt jemand ist, der dann der nächste Robert Lewandowski wird, sondern einfach offenes Visier, so hast du es gerade geschildert, lieber spielt man 5-5 als 0-0 und so habe ich es jetzt einfach empfunden, dass du das Stürmertraining und eben auch das Fußballspiel so verstehst. Definitiv. Ja. Ich weiß, du hast sicher schon die nächste Frage im Kopf, aber für mich ist immer ganz wichtig, dass man sich auch, oder ich nehme mir kein Blatt vor den Mund, ja. Da habe ich mir zwar schon selber ins Knie geschossen damit oft, aber es ist mir egal, weil es um die Ausbildung der Kinder geht und um den Spieler geht, ja, und nicht um irgendwelche Manager und sportlichen Leiter. Und das Problem an dem Ganzen, wo wir sich die letzten Jahre hinbewegen, ist auch jenes, dass wir bilden Trainer aus und dann werden Trainer in der U15, U17, U19 Trainer im Leistungsbereich, sage ich jetzt einmal schon, und die kämpfen schon, die haben die Vorgabe hier schon, Punkte zu kämpfen. So, und man spürt richtig heutzutage den Druck, unter Anführungszeichen, was die Trainer haben in der U17 und U15, um leistungsorientiert zu spielen, nicht mehr auszubilden. Der hat quasi jedes Jahr Angst um seinen Posten, wenn er jetzt dreimal verliert, dass er weg ist. Auch da müssen wir unsere Gedanken verändern in der sportlichen Hierarchie, Management, sportlicher Leiter, dass man sagt, okay, es geht uns in erster Linie um Ausbildung, um Spieler weiterzuentwickeln, ja, und nicht um ganz klares, ergebnisorientiertes Spielen, ja, und taktisieren, ja, und jagen bis zum Umfallen, ja, und wieder zurückziehen. Und da wird, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, also ich sage jetzt mal in Österreich, in Deutschland, wo ich sehr viel unterwegs bin, da haben wir massive Probleme und dabei bleibe. Ja, das denke ich, ein klares Statement und damit kann man was anfangen und dann einfach seine klare Meinung auch selber dazu bilden. Ich habe in dem Zusammenhang über die Frage, die uns jetzt eingesendet wurde und in der Unterhaltung jetzt mit dir noch zwei Fragen dazu. Zum einen, es kommt ja jetzt immer mehr auf, das Funinho-Spiel und auch
die Veränderung durch den DFB, dass man eben gar nicht mehr auf einem halben Großfeldplatz spielen soll im 7 gegen 7, um dieses Taktische ein Stück weit wegzunehmen und mehr auf diese Individualität wieder einzugehen. Siehst du einen Konflikt im Stürmertraining und Tore erzielen explizit bei dem Foninho-Spiel oder siehst du das gar nicht? Ja, also ich glaube, das war schon eine gute Verbesserung in die richtige Richtung, auch die Plätze kleiner zu machen, um auch mehr 1-gegen-1-Situationen zu schaffen, 1-gegen-2-Situationen zu schaffen. Das ist für mich jetzt da kein Problem darin. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung. Okay, ja. Also ich habe es auch jetzt am eigenen Leib, vielleicht sieht man es noch ein bisschen, habe mir heute einen kleinen Sonnenbrand geholt, heute viel mit Kindern auf dem Platz trainiert und sie entwickeln Freude wieder einfach daran. Es ist für viele was Neues, manche spielen es gar nicht, gerade auf ländlicheren Regionen. Wir müssen ja auch einfach die Brücke nochmal schlagen wir haben jetzt über das Leistungszentrum gesprochen, was passiert da, was läuft vielleicht auch falsch? Du hast ein klares Statement dazu abgeliefert, aber ich denke, wir müssen auch die Brücke schlagen zum Amateursport. Was findet da statt? Und mittlerweile ist Foninho in aller Munde und ich kann auch nur aus der eigenen praktischen Erfahrung heraus sagen, die Kinder entwickeln sehr viel Freude am Tore erzielen. Die Spiele gestalten sich offener, es werden wieder, ja, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, viele Tore erzielt und ein Spiel geht höher aus, als es vielleicht auf andere Sachen noch betrifft. Und nichtsdestotrotz sollte man aus meiner Sicht die normalen Kleinfeldtore und andere Torerzielungsmöglichkeiten noch offen halten und nicht sich auf einen Bereich konzentrieren und nur noch das machen und das als Heilmittel für alle anderen Probleme sehen. Siehst du das ähnlich oder hast du da eine andere Meinung dazu? Nee, also ich sehe das ähnlich. Ich gehe jetzt da bewusst in diese Kerbe, in den letzten Jahren mehr Tore zu schießen, weil ich gern dagegen ströme, also dagegen halte, gegen diese Masse an Trainern und Medien mit Taktik und Schieben, Räume eng zu machen. Eines ist ja klar, das Spiel hat sich entwickelt die letzten 10 Jahre. Jeder Spieler ist fitter geworden. Das heißt, es gibt weniger Zeit am Fußballplatz. Jeder Spieler ist mittlerweile gegen den Ball schon taktisch so diszipliniert, dass es eben im letzten Drittel fast keine Räume mehr gibt. So. Ja. Und somit ist es für mich wichtig, dass wir da Lösungen finden, überhaupt im letzten Drittel, wo einfach der Zeitdruck, Raumdruck extrem, extrem hoch ist. Und daher habe ich jetzt da bewusst die letzten Jahre ein bisschen dagegen, muss ich sagen. Ja, okay. Ich würde ganz gern mit dir noch in ein Thema spezieller und auch detaillierter eintauchen. Das ist auch eine Frage der Community, die kam ja ein Stück weit häufiger vor. Deswegen nenne ich jetzt mal keinen Namen, sind einige Fragen in die Richtung einfach eingetrudelt. Wenn wir von Eigenschaften von Stürmern sprechen, vielleicht auch von Stürmertypen, ne, diese zwei Sachen, was muss man mitbringen, was gibt es vielleicht für Stürmertypen und dann dementsprechend, was sollte man dort gezielt schulen, dass wir in dieses Thema noch eintauchen können? Und deswegen die erste klare Frage dazu, welche Stürmertypen siehst du und gibt es aktuell für dich im Fußball? So, also diese Stürmertypen herauszufinden, ich glaube, das ist relativ einfach herauszufinden, da braucht man nur googeln und jeder hat seine Antwort. Ja. Daher versuche ich die Frage etwas spezieller zu beantworten. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, ich habe meine Antwort dazu, aber sehr viel diesen Stoßstürmer, sage ich jetzt einmal, diesen Neuner-Stürmer, diesen zentralen Stürmer komplett vernachlässigt haben. Ja, warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es daran, dass vor einigen Jahren Barcelona ihren eigenen Weg gegangen ist und plötzlich hat man überall nur noch gesagt, naja, der Stoßstürmer, der Neunerstürmer ist ja eigentlich nicht mehr so interessant. Ja. Man muss aber schon sagen,
egal ob das jetzt in Österreich war oder in Deutschland war, diese Stoßstürmer haben uns schon immer zur Europameisterschaft geführt oder zu Weltmeistertitel in Deutschland oder Europameisterschaftstitel. Und seit wir diese Stürmertypen nicht mehr ausbilden, haben wir magische Probleme. Ja. Das ist meine Meinung im Spiel. Und es wird die Richtung wieder kommen, wo der ÖFB oder der DFB sagt, oh, da haben wir nicht alles richtig gemacht, die müssen wir wieder ausbilden. So, und meine Frage ist dadurch, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt mal beantwortet, aber ich stelle so quasi eine Gegenfrage, warum schaffen wir es nicht, eigene Spieler oder eigene Stürmer auszubilden? Wenn ich jetzt da den Transfer, ich drehe es einmal um, den Transfermarkt hernehme und ich lese jetzt da, was haben wir jetzt für ein aktuelles Thema? Sagen wir Haaland, ja? Lest diese Summen, was ein Haaland verdienen würde oder was er am Markt wert ist, weil er rar ist natürlich, weil Stürmer rar sind. Und gefühlt, wenn ich mein Telefon nachschaue, auch Anrufe von Freunden oder Sportler oder Manager, die fragen mich, du weißt du nicht zufällig einen Stürmer für mich, egal für welche Liga, ob das die fünfte Liga ist, für die vierte, für die dritte, für die Bundesliga, ja, jeder sucht Stürmer, aber keiner bildet Stürmer aus. So, meine Frage ist, warum schaffen wir es nicht, kontinuierlich Stürmer selbst auszubilden? Nummer eins. Und Nummer zwei, die Frage müssen wir uns stellen, warum schaffen wir es nicht in unsere Trainerausbildungen, eigene Stürmertrainer zu entwickeln? Also ich nehme jetzt einmal die Schlüsselposition Torhüter her und dann ist für mich der Stürmer auch eine Schlüsselposition. Ja, Und dieser definitiv. Frage müssen wir uns stellen. Und du siehst definitiv die Lösung. Also es ist ja jetzt mittlerweile, natürlich ist es immer im Amateurbereich immer noch sehr, sehr schwer, wenn wir jetzt den Torwartbereich betrachten, einen sehr, sehr gut ausgebildeten Torwarttrainer zu haben oder vielleicht überhaupt einen Torwarttrainer speziell zu haben. Du siehst aber schon den Weg, dass man auch diese Positionsgruppe Stürmer als Spezialtrainer und dementsprechend speziell und individuell ausbilden sollte. Diesen Weg siehst du? Ich sehe diesen Weg, man muss es anbieten. Auch im Amateurbereich ist er möglich, aber man muss ihn auf jeden Fall für den Profibereich anbieten, eigene Stürmerpositionen zu trainieren, wo sich Trainer darauf spezialisieren, Ja. Offensivspieler, Stürmer zu trainieren und zu analysieren. Das sollte in einer Trainerausbildung schon möglich sein. Wir haben eine gute Trainerausbildung, aber es ist so wie mit den Spielern. Also wir sind die Trainer sind ein bisschen ein Spiegelbild unserer Spieler. Es ist alles sehr breit gefächert, ja? Nicht spezialisiert, außer der Torhütertrainer und der Fitnesstrainer. Ja. Aber nochmal, ich gehe nochmal am Marktwert der Stürmer, Nachfrage der Stürmer. Wir wollen alle Stürmer, wir brauchen alle Stürmer, die aber investieren für eigene Einheiten beziehungsweise eine eigene Ausbildungsgruppe zu schaffen für Stürmer, was auch für Trainer vielleicht interessant wäre, zu sagen, okay, er will nicht dieser klassische Mannschaftstrainer sein, er mag sich spezialisieren auf einen Bereich, weil ja der Fußball schon so breit gefächert ist. Dann wäre es auch mal eine geile Sache. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr toller Ansatz, den vielleicht auch noch gar nicht so viele denken. Das hat mit verschiedenen Sachen sicherlich zu tun. Manche, denen fehlt eine Zeit dazu, irgendwie das speziell selber mit den Aufgaben, die sie selber bewältigen, nochmal zusätzlich anzubieten. Den anderen fehlt vielleicht das Geld, jemanden zusätzlich zu installieren. Hast du noch ein praktisches Beispiel? Was sind Kleinigkeiten, die man schon verändern kann? Sagen wir reden vielleicht von sechste Liga, Amateurbereich. Was können die verändern, wenn sie noch keinen speziellen Trainer haben, um trotzdem den ersten Schritt in diese Richtung gegebenenfalls zu gehen? Also, wir haben ja viele, viele ehrgeizige Trainer und gute Trainer mittlerweile in der fünften oder sechsten Liga auch. Ja. Ja. Und da sich zusammenzuschließen mit dem Trainer von der U19, Beispiel, ja, ich rede jetzt immer von Ja, Beispielen, gerne. Sehr gerne ein Beispiel, ja.
erster Herrentrainer und sagt, okay, man bietet nach der Einheit oder vor der Einheit 30 Minuten in der Woche oder zweimal in der Woche, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber einmal in der Woche 30 Minuten, 40 Minuten für die U19, sagen wir für die zweite Herren noch, wie die heute halt ausgestattet ist, und für die erste Mannschaft eine Stürmereinheit an. Ja. Dann hätte man das Problem unter Anführungszeichen gelöst. So, und mit den heutigen technischen Mitteln, es geht ja immer um Erkennen, Bewerten und Behandeln. Es ist ja schön, wenn ich als Trainer dabei bin, aber alles sehe ich ja natürlich nicht. So, aber in der heutigen Technologie nichts einfacher wie das, ein Handy zu nehmen heutzutage, hinzuhalten, das aufzunehmen, quasi die Einheit, und das dann noch einmal zu analysieren. Ja. Also auch denen Spielern gibt es etwas zurück. Wenn du dann mit den Spielern dann nochmal, hier, pass auf, der erste Kontakt war vielleicht nicht der optimale, ist der erste Kontakt optimal, kannst du den zweiten Ball ins Eck schieben. Ja? Also Kleinigkeiten, man kann mehr in die Details gehen, ja? Das will ich damit sagen. Ja, absolut. Ich stimme dir da voll und ganz zu und würde auch aus der praktischen Anwendung sagen, das sind genau die Themen, die man angehen sollte, eben ein zusätzliches Training, und das müssen nicht eine volle Trainingseinheit 90 Minuten sein, sondern eben vorab. Viele Spielerinnen und Spieler in meinem Bereich in Leipzig sind eben auch, weil sie sehr ehrgeizig sind, darauf zugekommen, können wir zusätzlich was machen, bietet man was an, und ich glaube, das ist der erste Step, der ligaunabhängig einfach gehen kann, mit kleinen Gruppen nochmal 20 Minuten vor oder nach dem Training einfach Dinge zu tun. Und ja, vielleicht auch die technische Unterstützung, die heutzutage möglich ist, die vorher noch nicht gegeben ist, auch da nochmal was zu schaffen. Und da würde ich die Brücke auch gerne nochmal zu Coach Better schlagen und den Bildschirm nochmal teilen, um auf unsere Plattform einzutauchen. Ich denke auch, du hast es schon eingangs erwähnt, dass du selber ja in deinem Unternehmen mit Coach Better arbeitest oder es zumindest auch weitergegeben hast. Und wir auch wir haben über diesen Individualbereich im Vorhinein schon mal gesprochen. Und auch wir wollen einfach als Plattform das nochmal spezieller anbieten. Deswegen für die Community, ich hoffe, jeder kann meinen Bildschirm geteilt jetzt sehen. Und wir sind direkt in einer Trainingseinheit in Coach Better, die man dann eben planen kann. Nochmal zur kurzen Erklärung für die, die vielleicht neu sind bei uns. Wir haben hier auf der linken Seite die Möglichkeit, verschiedenste Übungen im Aufwärm-, Hauptteil-, Schlussteil und dementsprechend auch Individualtraining zu planen, um sie dann rechts auf der Seite in den Trainingsplan zu integrieren. Das funktioniert recht simpel. Man kann sich eine Übung aussuchen, auch über einen Filter, der dann aufploppt. Und jetzt sind wir im Erwärmungsbereich und würden sagen, okay, ich möchte ganz gerne, ja, wir haben gerade von vielleicht erster Kontakt Passspiel gesprochen, ein Passspiel machen, könnte auf den Filter anwenden. Und die Plattform würde mir ein Passspiel passend zur Erwärmungsform ausspucken. Und mit einem Klick hier unten könnte ich sie dann meiner Trainingsform für den Tag hinzufügen. Ihr seht jetzt hier auf der rechten Seite, habe jetzt eben Reaktionstalent gerade ausgewählt und kann jetzt ja auch nochmal mit den Minuten jonglieren und sagen, okay, ich brauche ein bisschen länger als 10 Minuten, vielleicht 12 oder 15, und das dementsprechend aufbauen. Und welche Brücke ich nochmal schlagen wollte, wir haben jetzt auch den Reiter schon seit längerem Individualtraining. Und wir möchten einfach im Individualtraining dort nochmal einen Update geben und euch eben abholen und sagen, okay, das Thema sowohl Stürmertraining, Individualtraining, auch technischer Natur, da haben wir schon einige Sachen drin. Dominik hat ja auch eben erwähnt, Spezialtrainer gibt es dann nochmal im Torwartbereich und im Athletikbereich. Auch da gibt es in den nächsten Wochen einfach nochmal ein Update, und ihr werdet zusätzlich zu dem Individualtraining auch ein Reiter Torwarttraining finden und entsprechend individueller auch noch eure Trainings zusammenstellen können. Oder wir haben gerade darüber gesprochen, vor einer Trainingseinheit 20, 30 Minuten mit einer Kleingruppe trainieren können. Und ja,
dadurch, dass es zum Thema einfach passt, auch wir in enger Zusammenarbeit sicherlich, Dominik, können über das Stürmertraining im Individualbereich nochmal sprechen, um Übungen hier zu integrieren und euch eine Hilfestellung zu geben, wie geht man es dann auch praktisch einfach an. Ja, das wollte ich einfach nochmal zeigen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Welt, wenn man Technologie eben zur Verfügung hat, sich das Leben auch dementsprechend einfacher machen kann und ja, dann eben nicht wahllos irgendeine Übung aus dem Internet sich ziehen muss, sondern eben gezielt in den Trainingsplan einfach integrieren kann. Genau. Eine Frage dazu, du hast eingangs erwähnt, ihr nutzt es. In welchem Bereich nutzt ihr Coach Better? Für Individualtraining. Ja. Macht das natürlich etwas schwieriger, weil es mannschaftstechnisch immer leichter ist, weil du ja eine Fluktuation hast, wo ein Spieler irgendwann mal wegfällt, wieder dazufällt und somit hast du nicht einen direkten Vergleich. Aber es funktioniert ganz gut. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass es wirklich sehr einfach zu bedienen ist, dass du Möglichkeiten hast, Übungen anzusehen. Es bedeutet ja nicht, dass man diese Übungen eins zu eins nachmachen muss, aber man kann sich einfach Anregungen holen, um dann diese Übungen für sich zusammen zu basteln, für sein Team. Was braucht jetzt der einzelne Spieler? Was braucht jetzt die Gruppe? Was braucht jetzt die Mannschaft? Ich glaube, das eins zu eins kopieren, da muss man immer aufpassen. Also man muss schon so weit Coach sein, dass man sagt, okay, was benötigt mein Spieler, meine Spielergruppe, meine Spielerinnen? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, super, genau. Darum geht es einfach, eine Hilfestellung zu geben und Anregungen zu geben. Ja, wir haben noch eine weitere Frage der Community. Das beschäftigt, glaube ich, sehr, sehr viele. Wie geht man mit einem Spieler, Spielerin um, wenn sie eben gerade auf der Stürmerposition oder eher eingesetzt ist und eben nicht mehr trifft? Hast du dort nochmal aus deiner Erfahrung heraus praktische Anwendungen, Tipps, was man machen kann, wenn ein Stürmer dann eben nicht mehr trifft? Ja, den lasse ich wochenlang draußen auf der Bank. Ja, nee. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe wirklich ein, zwei witzige Beispiele, weil du ja immer damit konfrontiert wirst, wenn Stürmer jetzt nicht treffen. Und in erster Linie ist es, glaube ich, für jeden Spieler, aber Stürmer sowie Torhüter, aber ich bleibe jetzt bei den Stürmer, sind ja auch ein bisschen speziell und ein bisschen feinfühliger und sind auch ein bisschen anders. Der darf auch so sein, also ich sage jetzt einmal, Stürmer sind nicht nur oder dürfen nicht nur mannschaftsdienlich sein, die sind auch ein bisschen Egoisten, sie müssen auch Egoisten sein, meiner Meinung nach, in einer gewissen Art und Weise. Und der beschäftigt sich dann natürlich noch mehr, wenn er dann zwei, drei Spiele nicht trifft oder mehrere Chancen vergibt. Ja. Also um das Ganze an den Punkt zu bringen, es ist das Vertrauen zwischen Spieler, was ja immer sehr wichtig ist, und Trainer oder Trainerteam sehr wichtig, dass man da positiv bleibt, ihm auch Tipps gibt, sachliche Tipps gibt, ihm auch unterstützt mit Spielzeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es muss auch nicht immer der direkte Weg vom Coach kommen. Es kann dann auch manchmal über Umwege sein, wo ich dann Beispiel mit meinem Masseur spreche und sage, pass auf, bau den einmal positiv auf und red mit denen ein paar Wörter, weil das ja wieder ein ganz anderes Verhältnis ist. Also so, das ist dieser direkte Zugang. Und ich hatte tatsächlich einen Fall, wo der Stürmer dann vier Runden schon nicht getroffen hat und dann quasi schon von der Linie den Ball drüber gehauen hat. Und mir sind zwei Innenverteidiger ausgefallen. Und das ist mir gerade recht gekommen, so blöd es klingt, und habe den Sechser als einen Innenverteidiger zurückgezogen und habe gesagt, du, aus taktischen Gründen, in dem, dass ich auch groß war und die Gegner mit sehr viel langen Bällen agiert haben, sage ich, du, ich brauche dich dort hinten mit deiner Kopfballstärke, mit deiner Präsenz, mit deiner Erfahrung. Ich weiß, diese Position hast du noch nie gespielt, Innenverteidiger ist komplett was anderes.
Sag ich, aber kannst du mir hier aushelfen? Also habe den quasi so in diese Rolle gebracht. Ich bitte dich darum, hilf mir hinten aus. Und habe den aber auch bewusst dann diesen Druck unter Anführungszeichen genommen, jetzt da in diesem Spiel wieder treffen zu müssen. Ja. Und sage ich, pass auf, aber wenn eine Standardsituation ist, dann geh mit vor, nämlich du bist immer gefährlich, du bist immer präsent und da geht es ja gar nicht um die Positionierung, wo du jetzt tatsächlich aufgestellt bist. So, dann macht er tatsächlich ab der 70. Minute war das, ich kann mich nicht mehr an die Minute erinnern, haut er den Ball rein zum 2-1 mit dem Kopf. So. Die Sache war erledigt. Der hat beim nächsten Spiel wieder getroffen und das war alles gut. Also was ich damit sagen möchte, man kann ihn dann auf eine andere Position stellen, vielleicht, um ihm aber nicht zu sagen, pass auf, du triffst da vorne nichts, ich gebe dir jetzt woanders hin, sondern ihm in Wien sagt man mit dem Schmäh so quasi, pass auf, hilf mir auf dieser Position aus, momentan, weil wir da jetzt da taktische Not haben oder vielleicht Mangel an der Position gerade, ja. Und somit fühlt sich der wertgeschätzt, weiß, okay, ich hilf dir jetzt für den Trainer aus, aber zeitgleich nimmst du diesen innerlichen Druck, treffen zu müssen. Also es sind halt so Erfahrungswerte, so kleine Tipps, die dann auch zufällig aufgegangen sind. Ja, vielleicht zufällig, vielleicht nicht. Also ich denke, zusammenfassend nochmal, was du jetzt auch nochmal widerspiegelst. Ich hatte die gleichen Gedanken gerade auch im Kopf. Es ist zum einen einfach Wertschätzung seiner Person. Es ist der Zuspruch, der entweder direkt über den Coach einfach nochmal kommen kann oder, wie du es beschrieben hast, über Umwege. Und das, was du gemacht hast, ist natürlich ein Clou, wenn es dann auch noch klappt, mit einer Positionsveränderung. Ich glaube, im Grundlegenden geht es um eine Aufmerksamkeitslenkung, die eben von seiner Negativserie oder von, ja, wie auch immer er das selber beschreiben würde, tief, formtief, wie auch immer, ihn einfach rausholt, ablenkt und ihm nochmal eine neue Aufgabe zuteil wird. Ich denke auch da nochmal eine praktische Anwendung, wenn man jetzt vielleicht nicht den Hardliner-Weg geht und ihn als Innenverteidiger Sechser oder sonst was aufstellt. Ich denke auch da kann helfen, im Vorhinein eine ganz klare Aufgabe für dieses Spiel zu geben. Ne? Dass man sagt, okay, ich wünsche mir, du agierst heute nochmal mehr zwischen den Linien und ich möchte, dass du einen Ball zuerst einfach mal klatschen lässt auf einen Mittelfeldspieler. Also eine klare Aufgabe, das will ich damit einfach sagen, eine klare Aufgabe vermitteln, was ihn vom eigentlichen Sinn seiner Person vielleicht sogar ablenkt und dann kommt es von allein gegebenenfalls einfach wieder. Und dann natürlich in deinem Beispiel, wenn es mit einem positiven Erlebnis noch verstärkt wird, dann ist das natürlich dann ideal ausgegangen. Ja. Genau, super. Ich hoffe einfach in dem Zusammenhang, ich würde es mit dir heute einfach rund machen. Wir sehen, es ist ein komplexes Thema. Das hatten wir auch schon im letzten Coach-Talk gemerkt und haben aber auch da, glaube ich, von letzten Mal zu heute eine kleine Brücke schlagen können. Und es sind immer wieder ja, Inhalte, die vorkommen, die du sagst, die andere Trainer sagen, wo man sich einfach jetzt dran langhangeln kann und einen Einblick geben. Und wir haben im Vorfeld ja auch noch mal kurz gesprochen. Ich denke, gerade auch im Nachgang, wenn noch mal Fragen entstehen, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir nur einen Coach-Talk zusammen machen, sondern auch noch mal auf spezielle Sachen einfach eingehen können. Bevor wir in die letzte Fragerunde gehen, die wir auch noch mal standardmäßig mit jedem Trainer noch mal machen, der bei uns ist, wollte ich vielleicht noch mal dir den Ball zuspielen. Du bist natürlich auch, um dein Wissen weiterzugeben, da schon sehr, sehr affin und hast auch viele Dinge schon getan. Und ja, ich selber kenne ein, zwei Arbeiten von dir, in dem Falle, dass du auch Bücher schreibst. Kannst du uns noch mal einen kleinen Tipp geben? Wir haben über ein Buch gesprochen gehabt, wo du sagst, ja, das holt eigentlich unser Thema von heute noch mal ab und ist noch mal so ein allgemeiner Überblick über die Themen, die wir heute besprochen haben. Also da habe ich mal wirklich, das macht auch Sinn, auch wenn es viele Seiten sind, man muss da viel lesen, quasi, das nennt sich Spannungsfelder
im Fußball alternative Wege in der Ausbildung. Und es sind auch alternative Wege. Und vorhin habe ich Norbert Elgert angesprochen. Norbert war so nett und hat sogar dieses Vorwort für dieses Buch geschrieben. War so nett, wenn man hier sieht, Norbert. Ja. Und hat das für quasi gut erklärt. Aber hier haben wir diese Themen drin wie Individualtraining, Einheiten, was wichtig ist beim Individualtrainingseinheiten, was wichtig ist beim Coachen für Individualtrainingseinheiten. Dann diese auch eine Schlüsselposition. Walter Franter, der auch Bücher schreibt, hat den Torhüter-Coach erklärt. Auch sehr spannend. Interessantes Thema, weil wir von Schlüsselpositionen sprechen bezüglich Trainer. Was für die Eltern sehr interessant sein kann oder auch wird, wir haben diesen Schulbereich beschrieben, Schule und Fußball, was sehr komplex ist, miteinander zu verbinden. Auch da haben wir sehr viele Tipps drinnen. Und ein weiteres Thema ist dann quasi noch dieser Plan B-Spieler, nicht über die Akademie zu kommen, sondern auch über kleinere Vereine Profi zu werden, über Umwege. Die hat Rolf Landerl beschrieben, der ehemalige VfB Lübeck-Trainer, hat er sehr gut beschrieben. Und man sieht ja auch immer wieder, dass diese Plan-B-Spieler auch hochkommen und nicht alles immer über die Akademie laufen muss. Ja, das ist auch nochmal eine gute Message einfach, ja. Ja, perfekt. Also ich denke, ja, Spannungsfelder, das Buch von dir, und du beschreibst es ja auch in einer Gemeinschaftsarbeit, kann auch ich nur wärmstens ans Herz legen, dass man einfach da auch nochmal querliest, nochmal andere Gedanken zulässt und dementsprechend sich selber als Coach und eben seine Spieler, Spielerinnen einfach besser machen kann. Auch das, was du nochmal angesprochen hast, Torwartbereich, einen kleinen Ausblick. Wir haben einfach schon gerade besprochen, auf der Plattform wird es entstehen, der Torwartbereich, auch nicht der nächste, aber der übernächste Coach Talk wird in diesem Bereich Torwarttraining einfach nochmal stattfinden. Ich selber durfte ja auch die Position jahrelang begleiten und kann aus eigener Erfahrung nochmal sprechen und freue mich da auch auf den nächsten Gast oder ja, vielleicht auch eine weibliche Torhüterin, die wir da für uns gewinnen können. Und ein Ausblick für den Coach Talk im Mai. Wir werden ja da wieder auf ein Jugendthema eingehen. Wir werden da auch wieder jemanden aus dem Leistungszentrum bei uns begrüßen dürfen, der explizit über Techniktraining nochmal sprechen wird. Auch da gerne fleißig uns weiter folgen auf Instagram, auf Facebook, damit ihr da up to date seid und wisst, wann der nächste Coach Talk kommt. Ja, auch explizit diesen Freitag schon zwischengeschaltet, einen Coach Talk, den ihr gerne begleiten könnt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber mit einem Kollegen von Borussia Dortmund, auch da wird es ein spannendes Thema einfach geben und wird schon diesen Freitag stattfinden mit meinem Kollegen Patrick. Genau, da könnt ihr euch schon drauf freuen und dann im Mai dann der Coach Talk auch wieder mit mir. Okay, um dann die Sache rund zu machen, Dominik, und in der Zeit zu bleiben, wir haben nochmal 5 Fragen, die ja, du ganz spontan und sehr, sehr schnell beantworten sollst. Was machen wir mit jedem Coach? Und ja, dementsprechend würde ich gleich nochmal reinstarten. Erste Frage: Wenn ich nicht im Fußball arbeite, würde ich? Im Geschichtebereich arbeiten. Sehr schön, ja, auch ein Bereich, der mich interessiert. Wen hättest du gern als Trainer trainiert? Welchen Spieler, Spielerin? Das ist eine gute Frage. Es gibt nämlich so viele Spieler. Ich bleib bei Lewandowski. Ja, ja, passt ja dann. Weil er einfach geil ist. Ja, einfach ein klasse Spieler, das stimmt. Ja, ja, wenn du wählen könntest, mit einer Person deiner Wahl eine Stadionwurst zu genießen, wer wäre das? Dann würde ich meine Mama nehmen, weil ich eh nicht so viel Zeit verbringen oder nicht so viel Zeit mit ihr verbringe. Und ich glaube, das wird einmal passen.
Ja, super Antwort. Einfach mal wieder mit den Mamas dieser Welt was unternehmen. Richtig, Heute richtig. Spiele, glaube ich. Wir bleiben im Stadion. Mein schönstes Stadionerlebnis war, kurz und knackig. Tottenham gegen Ajax Amsterdam. Welches Jahr? War vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren noch vor der Pandemie Champions League. Ja. War echt super. Aber ab der 70. Minute hatte ich so viel Bier von den Fans, dass ich die letzten 20 Minuten weniger taktisch mitbekommen habe. Super. Ja. Ja, das sind die besten Erlebnisse. Und die letzte Frage, auch das ist sicherlich schwierig, aber wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft des Fußballs, welcher Wunsch wäre das aktuell? Da muss ich ein bisschen ausholen, eine Minute. Und Eine zwar Minute, ist es ganz der schnell. Wunsch, ja, der Wunsch, dass sich Trainer wieder mehr um die Ausbildung der Spieler kümmern, nicht um ihren eigenen Job immer schnell hochzukommen, schnell Bundesliga-Trainer zu werden, sondern wirklich sich um die Sache widmen, Spieler zu verbessern, Spieler ausbilden, aber auch ein bisschen Ecken und Kanten an und ja, dann mit den, wenn was nicht läuft, dann mal mit dem Vorstand kann man sich ja mal anlegen und kann sagen, hier, jetzt einmal Schluss. Es geht um die Spieler und um die Spieler weiterzubringen, nicht immer alles laufen zu lassen. Tolle, tolle Message von dir. Dann ja, bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht, diesen Coach Talk zu betreiben und mich mit dir zu unterhalten. Ja, vielleicht du noch ein letztes Wort. Wie war es für dich? Ja, es war hervorragend, aber ich hatte mir nichts anderes erwartet, weil die Plattform schon super ist und ich habe das Gespräch schon gemerkt, dass das sehr, sehr sympathische Wege geht. Also mir hat es extrem gefallen und ich nehme aber an, wir werden einen zweiten Talk Ja, absolvieren in den dann nächsten nehme ich dich Monaten. direkt beim, dann nehme ich dich direkt beim Wort. Wir werden weiter im Austausch bleiben und finden sicherlich entweder aufbauend auf dieses Thema oder auch ein neues Thema, wo wir uns drüber unterhalten können. Vielen, vielen Dank. Dementsprechend danke auch an euch da draußen, an die Community, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt und uns verfolgt habt. Und ja, nächster Coach Talk schon diesen Freitag und dann, wie gesagt, im Mai das Techniktraining mit einem Kollegen aus dem Leistungszentrum. Bis dahin, bleibt alle gesund und wir hören uns. Ciao, ciao. Alles Liebe!